So, hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Inline-Einzelhaken vorstellen in der Farbe Black Nickel. Inline bedeutet, wie ich euch hier kurz zeigen werde, die Hakenöse hier beim Inline-Einzelhaken extrem groß gehalten, befindet sich in einer Linie mit der Hakenspitze. Bei herkömmlichen Haken ist die Öse immer quer gedreht, was einfach beim Umrüsten auf Hardbaits und so weiter nicht gut ist. Daher sollte man hierfür Inline-Einzelhaken benutzen, die sich in einer Reihe, in einer Richtung zum Köder befinden, um auch das Laufverhalten des jeweiligen Köders nicht zu beeinträchtigen. Erhältlich sind die Haken in der Hakengröße von 2.0 bis Hakengröße 6, wobei 2.0 und 1.0 5 Haken im Päckchen sind und die Größe 1 bis 6 jeweils 7 Haken im Päckchen sind. Alle Haken in Black Nickel, hier SB verpackt, wie ihr sehen könnt. Ideal geeignet zum Umrüsten auf jegliche Art von Kunstköder und Wobblern. Hier mal ein Popper als Beispiel mit der Hakengröße 1.0 umgerüstet, sowie die kleinen Hakengrößen 2, 4, 6, je nach verschiedenen Ködertypen, auch ideal geeignet für das Barsch- oder Forellenangeln. An immer mehr Gewässern wird das Angeln mit Drilling verboten, beziehungsweise die Fische werden euch ja danken, wenn ihr auf Einzelhaken umrüstet. Ist einfach fischschonender, gerade wenn man viele kleinere Beifänge hat, die man zurücksetzen muss. Daher macht es definitiv Sinn, auf Einzelhaken umzurüsten. Zum Umrüsten eignet sich ideal eine Sprengringzange, da es oft schwierig ist, bei gerade kleine Drillinge und sehr kleine Sprengringe die Haken ideal zu lösen. Mit so einer Sprengringzange, welche vorne über ein kleines Häkchen verfügt, kann man ideal in dem Drilling hier bzw. hier im Sprengring einklipsen. Der Sprengring öffnet sich und somit kann man sehr leicht den Einzelhaken tauschen. Erhältlich bei eurem Tackle-Dealer ab sofort. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch unsere Einzelhaken kurz gut vorstellen. Testet es mal aus, die Fische werden euch danken. Petri Hall.